Was hier in der Lesung im Propheten Maleachi als kühn bezeichnet wird, jene Stimmen, die da munkeln, diese Stimmen sind bis heute nicht zum Schweigen gekommen. Sie sind schon am Beginn des Psalters thematisiert. Gut und böse. Der gesegnete Mensch und der verfluchte Mensch. Dahinter die Frage, ja, bringt das überhaupt irgendetwas, nach Gottes Geboten zu leben? Petrus fragt das Jesus einmal, und das ist auch eine solche Stimme im Chor. Was kriegen wir eigentlich dafür, dass wir uns das hier antun, dass wir dir nachfolgen, dass wir auf dich hören? Überspitzt hier beim Propheten, ihr sagt, es hat keinen Sinn, Gott zu dienen. Was haben wir davon? Die Überheblichen haben Glück, die Draufgänger, die Lebemänner und Lebefrauen, die soll es ja auch geben. Die anderen haben Erfolg, die sich über alles hinwegsetzen, die Rücksichtslosen, kann man doch beobachten. Sehen wir doch, Tag für Tag. Wir sehen es im Beruf, manchmal sogar in der eigenen Familie. Und was dann folgt dem Propheten, ist vielleicht für uns eine unbefriedigende Antwort. Denn der Prophet erklärt im Namen Gottes, dass Gott sich um die Seinen kümmern wird. Und dass es am Ende eine Trennung gibt zwischen Gut und Böse. Und dann, nachdem wir ja durch die Religionskritik gegangen sind, hören wir dann immer schon, typisch christlich ist das dann am Ende. Es wird so vertröstet auf so irgendeinen Tag danach. Das hat ins Neue Testament Eingang gefunden und ist dort vertieft. Jesus selber sagt das mit der Scheidung von rechts und links beim großen Weltgericht. Die spannende Frage ist dann, wo ordnen wir uns eigentlich ein? Sind wir sozusagen schon selber, wenn wir so denken, auf der Seite der Gerechten, die sich über die anderen beklagen? Und dieses andere, die Überheblichkeit und das sich über Gottes Gebot hinwegsetzen und so, das kennen wir gar nicht. Das ist uns vollkommen fremd. Oder findet diese Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, das, was der Psalm 1 sagt, der Segen und der Fluch, nicht auch in uns selber statt? Und gilt es nicht, die uns geschenkte Zeit zu nutzen, eine Klärung bei uns herbeizuführen, damit wir dieser Drohung, die hier ausgesprochen ist und die Jesus auch ausspricht, damit wir dieser Drohung entgehen? Jesus sagt heute ein sehr hartes Wort im Evangelium. Es ist enttarnend. Es zieht uns alle Feigenblätter weg. Wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist. Da gibt es nichts zu beschönigen. Aber immerhin, selbst wir, die dem Bösen Raum geben, bringen etwas Gutes zustande. Auch das sagt Jesus. Und dabei sollten wir immer anknüpfen und das ausbauen, damit das, was der Prophet Maleachi mit diesem schönen Wort sagt, auch geschieht. Dass die Sonne der Gerechtigkeit über uns aufgeht und ihre Flügel uns heilen. Christus selber.